Ja, und zwar ist der nächste dann der Dinosaurier-Duellant. Oh, ich weiß nicht mal, wie der Junge heißt. Das ist so lange her, aber ich kann mich erinnern. So Schlappmütze und zottlige Haare, ja. Sagt mir was. Aber wie der Junge hieß? Rex? Macht natürlich Sinn, ne? Rex, T-Rex. Shadow kennt sich aus, ja. Weißt du auch, wie heißt denn jetzt die Dame? Heißt die Mai oder heißt die May? Ich glaube, ich spreche die jedes Mal falsch aus. Heißt die Mai Valentine oder May Valentine? Naja, wenn du jetzt... Du kannst mir das doch nicht so hinschreiben. Ich frag dich gerade, wie spricht man es aus? Und du schreibst nur bloß die Buchstaben hin. Das hat mir jetzt nicht viel gebracht. Spreche ich das jetzt Deutsch aus? Mai? Oder spreche ich das jetzt Englisch aus? May? May Valentine oder Mai Valentine? Ich glaube Mai. Bin mir aber nicht sicher. Aber einfach nur den Namen hinzuschreiben, hat mir jetzt nicht viel gebracht. Ach. Mai Valentine saß auf einem Hügel, um ein wenig Zeit für sich zu haben. Ich verstehe das nicht. Die Teufelskerle von Duellanten fertig zu machen, macht normalerweise genauso viel Spaß wie ein Schlussverkauf. Warum habe ich keine Freude mehr daran? Daran ist diese nervensäge Joey schuld. Was? Shadow, bitte, ich möchte jetzt nicht beleidigend werden. Aber wenn ich jetzt nochmal erklären muss, warum diese Aussage mir nicht weiterhilft, dann flippe ich aus. Ich habe eine Frage gestellt. Wird sie deutsch oder englisch ausgesprochen? Und du schreibst immer nur MAI. Das bringt mir nichts. Mai oder May? Das möchte ich wissen. Deutsch, danke. Danke. Ach, daran ist diese nervensäge Shadow Lilith schuld. Kaum zu glauben, dass so eine Amateurin mir auf den Keks gehen konnte. Ich muss jetzt dieser grinsenden Göre heimzahlen. Ja, sorry. Ah, viel zu warm unter dem Ding. Ah. In diesem Moment sprang Überraschte. In diesem Moment sprang Überraschte. Da sind wir wieder bei dem Thema, dass niemand diese Texte durchgelesen hat und Korrektur gelesen hat. In diesem Moment sprang und überraschte die Rex Raptor den Mai auf dem Weg zum Königreich der Duellanten im Duell besiegt hatte. Ich verstehe den Satz nicht. Also Rex Raptor taucht auf. Bumm. Ich bin es, Rex Raptor, der Dino-Duellant. Und es juckt mich in den Fingern, das Match zu beenden, das wir auf dem Schiff angefangen haben. Komisch. Ich dachte, ich hätte dir schon deinen Jura-Hintern versohlt. Denk doch, was du willst. Ich werde dich zertrampeln. Du glaubst wirklich, dass ich nur eine Minute mit einem Erbsenhirn wie dir verplempern werde? Hau ab, du Dino-Schnaufer. Kusch, kusch. Erbsenhirn? Ich war dieses Jahr zufälligerweise im Finale der Regional Championship. Und du sollst wissen, dass ich bereits 5 Sternenmarken gewonnen habe. Mai hielt ihr Armband hoch und zeigte ihre Sternenmarken. Wow, du hast schon 8 Marken bekommen? Ja, Jammerlappen wie dir, die glauben, wenn sie gegen ein Mädel antreten, kommen so leicht nicht an meine Sterne ran. Ich habe nur einmal verloren, aber sobald ich diesen Mistkerl Joey finde, zahle ich es ihm heim. Joey Wheeler? Wie konntest du nur gegen den verlieren? Ja, weil ich ihn gespielt habe. Ich wäre ja gerne dabei, wenn du es versuchst. Da kommt mir eine Idee. Rex, ich bin bereit, mich mit dir zu duellieren, wenn du mir vorher einen Gefallen tust. Mai und Rex haben Yugi und seine Freunde gesucht, in der Hoffnung, so Joey zu finden. Und es hat auch nicht lange gedauert. Oh nein, sag mir, das ist nicht die, für die ich sie halte. Wie geht es dir, Joseph? Freust du dich, mich wiederzusehen? Ich bin begeistert. Also, Joey, trägt Yugi immer noch deine Kämpfe für dich aus? Jeder weiß doch, dass du mich niemals besiegt hättest, wenn Yugi dir nicht das Händchen gehalten hätte. Stimmt doch, Yugi, oder? Ja, das stimmt doch gar nicht.
Ach, wirklich? Dann schlage ich vor, dass er hier und jetzt aus deinem Schatten heraustritt. Wenn Joey denkt, er ist so stark, soll er es beweisen. Na, traust du dich wirklich, dich dem Duellanten zu stellen, den ich für dich gewählt habe? Ich duelliere mich für Mai. Erkennst du mich? Nein, wer bist du? Ah, das ist Rex Raptor. Soll mir der Trottel Angst einjagen oder was? Der ist doch keine Herausforderung. Erinnerst du dich nicht, Joey? Rex hat bei der Regional Championship den zweiten Platz belegt. Nun, Joey, musst du erst noch Mama um Erlaubnis bitten oder was ist los? Das ist deine große Chance, dich zu beweisen. Oder kneifst du etwa? Keine Sorge, Schwester. Du wirst stolz auf mich sein. Also gut, es wird Zeit, den Dino zu füttern. Duellieren wir uns! Komm schon! Wir nehmen mal wieder das Story-Deck, aber bei Joeys Story-Deck habe ich Angst. Seine Karten sind immer so scheiße. Und das ist dann vielleicht sogar auch schon der letzte Kampf für heute Abend. Ich wollte heute nicht allzu lange machen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so ein Spiel, bei dem ich vorlesen muss, ist sehr viel anstrengender als ein Spiel, bei dem alles gedubbt ist. Logisch, ne? Geht dann auch ein bisschen auf die Stimme. Ah. Okay, was haben wir hier? Schild und Schwert. Tauscht Angriff und Defensive aller offenen Monster. Okay. Sogen, Krieger und Ungeheuer. Zweimal fällt draußen liegen, Samus. Nicht so gut. Krieger. Oh, 5 Sterne. Nicht so gut. 4 Sterne. Okay, wir legen den. Und legen dazu einen Sogen. Hey, Griever! Axträuber, los! Ja, ach, warum sind denn das 5-Sterne-Monster? Ganz ehrlich, 5-Sterne-Monster mit solchen Stats. Das ist ja widerlich. Die möchte ich gar nicht rauslegen. Gut, der ist eigentlich, theoretisch ist der 1 stärker als der hier. Also 100 Attack mehr hat er. Aber für ein Monster zu opfern, ist dämlich. Einfach nur blöd. Forbidden Memories, eine Karte verdeckt im Angriffsmodus. Ja, Forbidden Memories war krass. Da waren die Regeln einfach noch gar nicht so richtig etabliert, ne? Und du konntest pro Zug einfach nur eine Karte spielen. Egal was es war, Falle, Magie, Monster oder sonst was, du konntest nur eine Karte spielen. Beziehungsweise du konntest auch theoretisch zwei spielen, wenn du zwei Monster fusioniert hast oder drei Monster fusioniert hast, ne? Aber du konntest nur ein was aufs Feld legen. Das war. Ja, das Spiel war schwer. Das Spiel war schwer auf jeden Fall. Vor allem, weil die Gegner einfach völlig übertrieben starke Karten hatten, die du dir erstmal irgendwie besorgen musstest durch ewiges Gegrinde. Ich kann mich daran erinnern, gibt es diesen komischen Meteordrachen, der einfach mal 4000 oder so Attack hatte. Und die letzten paar Gegner hatten den alle und du natürlich nicht. Und dann musst du dir entweder hoffen, dass du die besiegen kannst, bevor die den rauslegen, oder du musst es halt irgendwie schaffen, den selber irgendwo zu finden. Das war brutal, ne? Hab ich schon angegriffen? Ja. Fallgrube. Hier, ich kann kein Monster spielen, weil das einfach ein 5 Sterne 1550er ist. Da geklappt.
Theoretisch könnte ich es spielen und dann Schild und Schwert einsetzen. Dann wäre es ein 1800er plus 200, wäre es ein 2000er. Hätte nichts gebracht. Hätte gar nichts gebracht. Lächerlich. Es tut mir leid, aber Joey Wheeler hat einfach richtig beschissenes Deck. Konnte man sich selbst über die Memory Cards Karten zuschicken? Was? Ging das? Weiß ich gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass man Kartencodes eingeben konnte, um Karten zu bekommen. Also du konntest, wenn du Karten hattest, da waren ja dann sowas wie eine Identifikationsnummer drauf oder sowas für die Karte. Und das konntest du eingeben als Passwort und dann hast du die Karte bekommen. Das war ganz cool. Und weißt du, wozu diese zwei Felder hier sind? Das verstehe ich nicht. Wozu gibt es diese zwei Felder hier? Das ist meine Monsterzone, das ist meine Spell- und Fallenzone, ne? Hier liegt die Landkarte, hier sind meine Fusionen. Hier ist der Friedhof. Da ist Verband, das ist das Deck. Alles klar. Das hier. Und das hier, was ist das? Seit wann gibt's die? Kenne ich nicht, dass da noch irgendwie zwei extra Felder das sind zwischen den beiden Zonen. Pendelfusion, oh Gott, kenne ich nicht. Sowas kenne ich nicht. Ich werde immer schlimmer. Sumpfkampfwächter. Ich habe keine Sumpfkampfwächter. Ich kann die alle nicht spielen? 5-Sterne-Monster. So schwache 5-Sterne-Monster. Joey Wheeler, warum baust du so ein dreckiges Deck? Was war das? Oh, das kann ich nicht mal angreifen. Ich hasse dich, Joey. Hat er gerade mein Monster geopfert? Hat er gerade mein Monster geopfert? Frechheit. Seelentausch. Aha, das war das gerade. Seelentausch hat er gemacht. Und ich kann jetzt nichts spielen. Ich kann nichts aufs Feld legen. Warum hat der bloß 5-Sterne-Monster? Unglaublich. Jetzt bitte irgendwas Cooles, ey. Also erstmal machen wir jetzt den Seelentausch. Und jetzt schicken wir den hier rein. Okay. Da haben wir doch was. Noch was setzen können wir nicht. Also greifen wir an. Kann ich nicht angreifen? Man kann in der Runde, wo man Seelentausch gemacht hat, nicht angreifen. Okay.
Sumpfkampfwächter, na, da kommt doch mal langsam was. Und der braucht ja auch 5. Ich könnte kotzen. Ich sehe jetzt, worauf sein Deck hinausspielt. Ne? Der macht eine Kombination aus Sumpfkampfwächter und Lavakampfwächter und die boosten sich gegenseitig. Das Problem ist doch aber, wie legt man die Dinger? 5-Sterne-Monster mit so beschissenen Sets? Oh, das ist doch widerlich. Jetzt muss ich quasi eine Runde ein Monster opfern, um eins von denen rauszulegen. Nächste Runde wieder ein normales Monster legen. Das muss überleben. Das muss ich wieder opfern. Und dann habe ich in 3 Runden endlich mal eine Kombination hier. Es ist doch selten dämlich sowas. Also ich weiß nicht, wer dieses Deck gebaut hat. Gut, ich weiß, wer es gebaut hat. Joey Wheeler. Aber ich weiß nicht, warum. Zeitmager, kannst vergessen, den setze ich jetzt nicht ein. Nur Wasserdecks. Das ist so typisch von dir, dass du nur Wasserdecks spielst. Du spielst ja auch nur Wasser-Pokémon. Nein. Jetzt habe ich ein Problem. Wobei. Ah, mir fehlt der Babydrache, ne? Mir fehlt der Babydrache. Ich habe eine Idee. Könnte vielleicht funktionieren. Moment, Moment, Moment. Erstmal nein. Ich will mal gucken, was für Fusion hat er nochmal? Was ist das? Flammenmanipulator und Mas. Ach, so eine dämliche Fusion. Nein, ich Trottel! Ich hätte erst umdrehen müssen. Oh, mein Plan war jetzt, Attack und Defense umzudrehen. Das hätte ich ja machen müssen, bevor ich es beschworen habe. Dann hätte der 2000 Attack und ich hätte auch 2000 Attack und dann hätten die sich zumindest gegenseitig vernichtet. Das hätte ich aber machen müssen, bevor ich den gelegt habe. Der Kampf ist, glaube ich, verloren. Joey, warum hast du so ein dreckiges Deck? Na toll. Was ist das? Wirf eine Karte ab, reduziere die Stufen aller Monster in deiner Hand für den Rest des Spielzugs um 2. Selbst nachdem sie beschworen wurden. Okay. So kann man dann die Dinger rauslegen, aber es ist auch dämlich. Kannst ja bloß eins pro Zug rauslegen. Ich muss jetzt was riskieren. Ich muss was ganz, ganz
Schlimmes riskieren. Los, Kuribo. Ja! Ja, angreifen. Zweiköpfiger König Rex. Mist, jetzt kann ich auch keine Fusion mehr machen. Manipulator. Also jetzt setzen wir das hier ein. Ja, einfach nur durch Glück zu gewinnen, ist wirklich der perfekte Joey-Move. Noch mehr Joey geht gar nicht. Aber Joey hat gewonnen. Er hat gewonnen. Dann hast du wohl meine Sternmarken gewonnen. Ich habe nicht nur deine Sternenmarken gewonnen, sondern auch deinen Rotäugigen. Stimmt, ab hier hat er dann den Rotäugigen gehabt. Warum? Warum bekommt er seinen rotäugigen Drachen? Haben die das irgendwie gewettet? Dass man die beste Karte bekommt oder so? War das damals noch normal, dass man die beste Karte abgibt? Ich glaube, das war da irgendwie sowas, oder? Dass man irgendwie eine Karte abgeben muss. Aber ab jetzt hat er den roten, den Rotäugigen im Deck. Das wird geil. Sehr schön. Gleich mal. Gibt's nichts Neues hier? Na gut. Versuchen wir noch einen Kampagnenkampf? Jetzt gerade, wo ein paar mehr Leute im Chat auftauchen. Ich glaube, einen traue ich mir noch zu, aber ich muss erstmal noch was trinken.